können wir direkt zum Papi hin. So. Auf geht's! Sesam, öffne dich. Ach, doch nicht. Erstmal gegen die, oder was? Auch nicht schlecht. Dann halt nochmal gegen sie. Habe ich kein Problem mit. Sie hat auch nur noch ein Poki. Hm, cooles Viech. Ein Sengo. Pippen die Dinger sofort auf, ey. Okay, das wird nichts. Wenn er mindestens vielleicht 10% HP machen würde, wäre Walter ziemlich cool. Aber bei so wenig bringt es auch nichts. Und wehrt sogar die Attacke ab. Okay, nice. Dann gehen wir direkt rüber. Ich habe halt scheiß Attacken auf die Viecher noch drauf. Muss ich mal gucken, ob ich da was ändern werde. Yo, raste direkt aus, mein Freund. Raste einfach direkt aus. Alter Schwede. Der neue Tank hier, oder was? Geht. Er peppelt sich die ganze Zeit hoch. Ob das so schlau ist, weiß ich nicht. Weil ich könnte ihn jetzt eigentlich töten. Ja. Nice. Nice. Tschüss. Level 35. Einfach mal 3 Level gemacht in dieser kurzen Zeit. Läuft ja wie bei Schmidts Katze hier. Okay. Wir können ja uns noch mal aufpäppeln, das passt. Und jetzt kommt Papa, Papa, Papa Action. So, Hypertrank. Gib ihn. Und auf geht's. So, da ist er. Der. Das ist so lustig, Mann. Das Haus, ne, ist so klein, ne? Aber so viel Räume. Ne? Und hinten noch so ein weiter Blick nach irgendwo. Wenn du rausgehst und rausguckst, siehst du das einfach nicht. Ich habe jedes Mal rausgeschaut, aber das siehst du nicht. Aber Hauptsache mal so ein Haus haben, was Kilometer lang ist, obwohl das so groß ist. Ja, so. Standard halt, Standard. So, 5. Arena-Orden kann uns jetzt hier... Können wir uns jetzt hier auch holen, Freunde. Und dann geht es zum 6. Arena-Leiter, aber davor haben wir noch was vor. Davor haben wir noch was vor. Das werdet ihr auch auf jeden Fall sehen. So, Norman. Arena-Leiter. Boah, das Viech ist so nervig. Wenn ich das schon sehe, ich weiß nicht schon, dass es so nervig ist, das Viech. Hier muss ich direkt wechseln. Das wird hier ein bisschen... Ich glaube, das wird hier ein bisschen knifflig. Habe ich so ein Gefühl. Apropos, ich glaube noch ein Level, dann habe ich Sumpex. Das meinte ich. Das wird echt übel. Das müssen wir gucken, wie wir das machen. Das sieht nicht so viel ab. Nice. Fährt einfach die Attacke ab. Wenn er so faul ist, ist das okay. Oh Mann, Mann, Mann. Das wird heftig. Ich glaube, der hat zweimal davon, ne?
Och, Mann, komm! Du mit deinem Hypertrank, mein Freund. Das wird heftig hier. Das wird echt heftig, Freunde. Da haben wir schon mal eins. Dafür haben wir echt Crap-Viecher am Start. Wir haben echt dafür, wir haben eigentlich für so und so ein Team, was er da hat, eigentlich nichts Gutes dabei. Das wird ein zäher Kampf sein. Oder eine Loose-Runde. Guck mal, mein Steinhagel geht schon aus. Das wird bitter. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh komm, da war doch ein Popel-HP. Ey. Ich konnte ihn eigentlich besiegen. Ne, ich konnte ihn jetzt echt besiegen. Aber wenn jemand nicht in der Lage ist, dann ist jemand nicht in der Lage. Und dann fängt er schon so an beim ersten Viech. Und ich glaube, der hat davon zweimal. Ne, zweimal das Viech, oder? Boah, diese Heimzahlung, ne, das ist so übel, Mann. Okay, nice. Okay, wir haben es geschafft, das erste wegzuhauen. Da bin ich mal gespannt. Das wird ein bisschen knifflig. Wir haben auch keine Statusveränderungen, Viecher am Start oder irgendwie sowas in der Art. Bocken wechseln. Das bringt nichts. Was soll ich denn wechseln? Alles ist noch schwächer als mein Viech, was ich hier habe. Also bringt nichts. Nicht sterben, Alter. Ich könnte auf Risiko gehen, um zu gucken, ob der mich nicht trifft, aber nö. Bei meinem Glück auf jeden Fall nicht. Ja, ich gehe auf Zugabe. Na egal. So. Bam. Nice. Geht sogar durch. Okay, aber... geht noch. Der Schaden ist okay. Noch einmal. Und er ist tot. Nice. Mundtier ist auch down, Freunde. Also, letztes Viech. Ich glaube, das ist das, was er als erstes hatte. Und dann war es das erstmal. Jo. Zweimal das Ganze. Und das aber diesmal auf Level 30. Ja, hier machen wir nicht so viel Damage. Nice, ich habe die Attacke abgewehrt. Immer ein bisschen lucky hier. Der wird auch einen Hyperdrank hier nochmal verteilen, deswegen. Aber wir drosseln ihn runter. Von daher ist alles easy. Nice, immer schön runter damit. Boah. So, okay. So, warte mal. Weiter geht's. Komm. Jetzt gib dir nochmal Hypertrank, Mann. Jetzt gib mir nicht auf den Keks hier. Mach es. Ich weiß, dass du es machen willst. Boah, Alter Schwede, ey. Mach doch direkt einfach Milliarden Schaden.
Jetzt kommt Hypertrank bei so einem KKP, ey. So, was machen wir? Gehen wir drauf? Wir gehen drauf. Ja. Nice. Sehr schön. Sehr schön, wir haben es geschafft. War ein bisschen tricky, aber wir hatten sozusagen einen kleinen MVP und natürlich gibt es jetzt eine kleine Weiterentwicklung und zwar endlich unser Orabel entwickelt sich weiter zu Sumpex, Guys. Der Disco-Pumper kommt back, aber nur, wenn er den Megastein am Start hat, dann ist er der Disco-Pumper. Bam! Hello, Sumpex. Nice. So, der gibt mir auch einen nächsten Arena Orden. So, das heißt, warte mal kurz. Ich brauche noch hier, zack. Ja, gib mir den Orden jetzt. Nice. Bam, 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 bam. So, Freunde. Nächster Orden am Start. Sehr, sehr schön. Mal so positionieren hier so ein bisschen. Sehr schön. Den haben wir auch. Alter Schwede, hat der zwei Orden schon gekrallt. Läuft, würde ich mal sagen. Ja, ja, alle Pokis gehorchen mir bis Level 60. Alles ist easy. Und jetzt geht eigentlich die richtige Heimzahlung. Nice. Gute Attacke, gute Attacke. Achso, stimmt ja. Das muss ich auch umändern, denn unser Morabel hat sich ja weiterentwickelt in Sumpex. So, da ist es. So, wir müssen jetzt zu Troy. Troy wird uns mal ein paar Sachen erzählen über die Mega-Entwicklung. Und dann haben wir ein nächstes Projekt. Das Problem ist jetzt eine Sache, ich muss jetzt zweimal laufen. Ja, das ist das Problem, ich muss jetzt zweimal laufen. Das heißt, erstmal zu Troy. Mit ihm quatschen, dann später wieder hier hin. Werdet ihr auch gleich sehen, warum. Surfer, nice. Okay. Surfer könnten ja eigentlich Sumpex beibringen. Es war kein Framesklave, aber ich finde Surfer eigentlich gar nicht mal so schlecht als Attacke auch, ne? Also deswegen würde ich ihn das sogar gönnen. Ich habe gemischte Gefühle, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Plötzlich ist mir alles so schwammig über den Kopf geworden. Naja, egal, ich hau ab. Hau rein, man sieht sich, bis zum nächsten Jahr. Oh ja. Och nö, jetzt will er uns wieder hier was zeigen, oder was? Norman sagte, wir sollten unsere Reise hinter Route 118 fortsetzen. Stimmt's? Schalten wir am besten mal das Kartennavi ein. Ah, 118 liegt also östlich von Malfenfroh City. Ja. Och, ja. Nice. Nice, nice, nice. Okay, das machen wir auf jeden Fall noch. Das machen wir noch, schnell. So, zack, gehen wir rein.
Die wäre ich jetzt aufgepäppelt. Nein. Wir gehen erst uns erstmal heilen. Boah! Mit unserem krassen, starken Mountainbike. Okay, wir müssen dann nur einmal runterlatschen. Okay, das ist gut, weil der uns schon hier hingebracht hat. Ganz guter Kauz. Hat uns sozusagen die Arbeit abgenommen. So. Auf geht's. Hier wäre auf uns Professor Eich sehr sauer, wenn wir mit dem Fahrrad hier rumlatschen, ne? Ich würde sagen, WTF, wie kannst du nur? So, ein Poki müssen wir das beibringen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich finde Surfer eigentlich eine coole Attacke. Dass ich jetzt sogar vielleicht... Ja, ich will Zumpex beibringen. Man kann es dem VM-Sklaven auch beibringen, aber Zumpex kann die Attacke auch mal nehmen. Dass er endlich mal Tackle weg hat. Scheiß Tackle-Attacke, ey. Hatte das schon die ganze Zeit. So, okay. Dann gehen wir mal rüber. Bam. So. Und let's go. Da ist der Troy. Der nette Herr. Der wird uns jetzt erstmal ein paar Sachen hier zeigen. Überschallgeschwindigkeit und so ein Kram. Latios, Latias, Gedönssachen und so ein Kram, ne? Und schauen wir mal. Oh, Fragezeichen. Da ist er, der MVP. Uah. Was willst du uns sagen? Sollen wir auf deinen Rücken aufspringen? Ja, natürlich, würde ich auch machen, ne? Ist ja auch Standard. Egal, was er sagt, ich spring mal kurz auf deinen Rücken. Ich glaube, Latios bittet uns um unsere Hilfe. Dann machen wir das mal. Wäre auch cool, wenn man auch andere Flugdinger animiert hätte. Also ich meine jetzt vom Fliegen, nicht das mit diesen Überschallgedöns. Da wären wir. Diese wunderbare Insel. Vielen Dank, Latios. Ja, hier ist auch Team Magma am Start. Beziehungsweise Team Aqua. Ja, ja. Komm. Die Ganoven sind schon da. So, das Ding werden wir natürlich uns nehmen. Also das bekommen wir ja. Und dann werden wir es aber in Storage packen. Also in die Box. Wir müssen Pokébälle noch kaufen, Freunde. Merke ich gerade. Laubwechselfeld müssen wir nochmal hin. Uns Pokébälle holen. Mit unserem ganzen Money, was wir haben. Und dann. Lassen wir aus. Cool, hier gibt es einen Double-Kampf. Also lohnt sich der Surfer schon mit Zumpex irgendwie. Gut, mal gucken, was der Gegner, mein Partner dabei hat, ne? Die Community ahnt schon, was hier kommt als nächstes Projekt, Freunde. Oh yeah. So, erstmal auswechseln hier. Damit kann ich niemandem was antun. Mit Elektroball. Noch nicht, noch nicht. Noch ist er ganz harmlos. Aber irgendwann wird er ganz krass. Okay.
Nice. Nice. Sauber. Dich brauche ich in meinem Multibattle, mein Freund. Die würde ich gern mitnehmen. Ach. Ich mache eine Aquaknarre auf den Typen. Oh mein Gott. Ich habe voll verpeilt. Ich wollte eigentlich auf rechts, aber der ist ja schon down. Gut, mein Partner macht es nicht irgendwie krass besser. Komm, komm. Aber Damage ist Damage, wa? Ja, lass mich in Ruhe, mein Freund. Lass mich einfach mal in Ruhe. Ah, der pusht den halt hoch, ne? Nice. GG. GG. 23. Sie sehen schon stylisch aus, ne? Huch! Wie kann das nur passiert sein? Ich weiß es nicht. So krass. Da sind wir am Start hier. Mach's gut. So, er hat uns aufgepäppelt. Nice! Nein. Ach, ich nenne ihn einfach Turbo. Turbo ist da, aber ist uninteressant, der Turbo. Nice. So, den haben wir schon mal. So, jetzt müssen wir eigentlich nur zwei Sachen machen. Zwei Sachen. Wir müssen zur Laufwechselfeld uns Pokébälle holen. Dann gehen wir zu Norman wieder zurück. Und dann passt es erstmal. Oh ja, die gute alte Mega-Story-Geschichte. Ich bin mal gespannt, was bei der 7. Gen kommt. Kommt da weiter mit Megastein, Mega-Entwicklung oder doch jetzt Fusion-Action? Denn im Manga werden Fusionen durchgeführt, nur so zur Info. Das ist echt witzig. So, nice. Ja, Troy, gute Arbeit auf jeden Fall. Hast mir gut geholfen jetzt hier mal ein bisschen kleiner Storyline-Action. Wir werden uns irgendwann mal wiedersehen. Irgendwann. Aber jetzt erstmal nicht. Baumhausen City, mach das, mein Freund. Ist ein gutes Stück bis dahin. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. So. Beutel. Okay. Geh mal rüber. Hier gab's mal einen Bug. Den habe ich aber vergessen, Freunde. So. Gehen hoch. Wir müssen jetzt ein Stück laufen. Hätten wir das direkt gemacht, ne? Aber gut. Passt ja. Wir haben ja auch ein bisschen Geld jetzt verballert. Aber wir haben